Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt den Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andriy Melnyk. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Abend, Frau Munsel. Herr Melnyk, wir haben es gerade gehört, da werden Sie quasi in Schutz genommen von Seiten der CDU/CSU. Es gab Kritik aus der SPD, dass Sie unverschämt seien, zu wenig wäre Ihnen alles. Hören Sie sowas überhaupt in der aktuellen Situation oder prallt das völlig an Ihnen? Ja, menschlich kann man das nur schwer verarbeiten. Ich bin kein Automat, ja, oder wir sind ja alle Menschen. Aber im Moment geht es nicht darum, ob man sich beleidigt fühlt oder nicht, ob man darauf reagiert, sondern es geht darum, dass richtige Schritte unternommen werden. Und wenn ich sage richtige Schritte, dann meine ich, dass der Ukraine geholfen werden muss, auch in Berlin. Und darum geht es mir, eben dafür zu werben, dass dieses Verständnis auch bei den Abgeordneten, vor allem der Ampelkoalition, ankommt. Und ganz viele, das, was da kritisiert wird, ist ja, dass sie zu viel fordern würden. Ich glaube, ganz viele Menschen haben, wenn man die Bilder aus der Ukraine sieht, Verständnis dafür, dass die Ukraine viel fordert. Haben Sie auf der anderen Seite aber auch Verständnis dafür, dass Deutschland beispielsweise, dass die NATO, die EU mit Blick auf den Schutz der eigenen Bevölkerung und der Sorge vor einer weiteren Eskalation aber auch Grenzen zieht? Auf jeden Fall. Die Regierung ist ja dazu da, um sich Sorgen um Deutschland, um die Menschen in diesem Land zu machen. Gleichzeitig glauben wir, dass angesichts dieser dramatischen Lage in meiner Heimat es auch geboten ist, mal sich Gedanken zu machen, ob dieser Krieg, der im Moment begrenzt zu sein scheint in der Ukraine, sich nicht ausbreiten kann, auch wenn man das nicht will oder wenn man das nicht herbeiführen möchte. Und das ist, darum geht es, dass wenn man uns in dieser Situation nicht hilft mit allem, was nur möglich ist, vor allem auch mit Waffenlieferungen, dann glaube ich schon, dass das keine gute Neuigkeit auch für die Deutschen und für die Osteuropäer sein kann, denn Putin will da nicht stoppen. Manche glauben das, dass er nicht bereit ist, weiterzugehen, aber wenn wir bedenken, die Forderungen Putins seit dem letzten Sommer, da ging es nicht nur um die neutrale Ukraine, es ging auch darum, dass NATO quasi sich zurückziehen sollte aus den osteuropäischen Ländern, Status quo ante 1997. Ich glaube nicht, dass das gute Botschaften sind und deswegen, man muss auch das im Blick haben. Und man hat ja heute eine Botschaft gehört sozusagen von unserer Außenministerin Annalena Baerbock mit Blick auf die von Ihnen angesprochenen Waffenlieferungen. Das war ja eine Forderung, die Präsident Zelensky heute ja zum Beispiel auch im US-Kongress noch mal vorgetragen hat. Annalena Baerbock sagt für Deutschland, wir haben einfach nicht mehr, was wir liefern können. Nehmen Sie das so hin und wenn ja, was fordern Sie dann von Deutschland? Also wir haben diese Rede natürlich zur Kenntnis genommen heute im Bundestag und ich kann Ihnen sagen, dass es uns durchaus bekannt ist, was die Bundeswehr hat und eigentlich auch, was die Bundeswehr uns liefern könnte, obwohl wir wissen, dass die Situation in der Truppe auch eine schwierige ist. Deswegen auch dieses Hilfspaket jetzt 100 Milliarden Euro für die nächsten Jahre. Es ist durchaus möglich, dass die Bundesrepublik auch uns zumindest das liefert, was geliefert werden kann. Und das geht jetzt vor allem natürlich um dasselbe. Das sind Antipanzerraketen und Luftabwehrraketen. Das ist das Nötigste, um zumindest dieses Vorrücken der Russen zu verlangsamen oder zu stoppen. Also man kann mit diesen Waffen keinen Krieg gewinnen, aber man könnte dafür sorgen, dass es weniger Beschüsse gibt gegen die Zivilisten, gegen Schulen, gegen Theater und Krankenhäuser. Darum geht es. Und deswegen, wir sind fast täglich im Kontakt mit dem Verteidigungsministerium und wir hoffen, dass, obwohl diese Lage so ist, wie Frau Baerbock sie beschrieben hat, dass es durchaus möglich ist, sowohl von der Bundesregierung weitere Hilfen zu bekommen, als auch, und das tun wir auch parallel, von der Rüstungsindustrie Möglichkeiten zu finden, das, was auf Lage ist. Es gibt vieles, was sehr schnell, und ich sage schnell, in den nächsten Tagen geliefert werden könnte. Und deswegen, wir hoffen, dass die Bundesregierung, wie gesagt, doch diese Bitte ernsthaft überprüft. Damit eben auch die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine weitergehen können. Da gibt es ja immer wieder Vorschläge, wie man die Ukraine unterstützen könne. Heute beispielsweise aus Polen der Vorschlag einer NATO-Friedensmission. Der wurde relativ schnell abgeschmettert. Stattdessen haben heute die Verteidigungsminister gesagt, wir wollen aber im Osten der NATO verstärken, um Russland ein Stück weit zumindest abzuschrecken. Mhm. Glauben Sie, das beeindruckt Russland?
Nein, das wird nicht die Russen beeindrucken, denn sie haben das einkalkuliert, das, was der Westen tun wird. Die Russen wussten ganz genau, dass eine No-Fly-Zone natürlich auf diese Skepsis stoßen wird, weil man eben keinen größeren Krieg riskieren möchte. Das ist verständlich und dass die Ostflanke der NATO-Staaten gestärkt wird, das ist ein logischer Schritt. Ja, sonst, wie kann man denjenigen Staaten helfen, wenn auch womöglich ein Angriff gegen sie gerichtet werden kann? Das kann man ja nicht ausschließen. Aber worum geht es uns gerade, ist, dass man trotzdem versuchen sollte, also kreativ das Ganze anzugehen. Ja, man schließt immer wieder aus, was nicht geht, aber es gibt kaum also neue Ideen und Gedanken, wie man doch den Himmel über unseren Großstädten, über den AKWs, die besetzt wurden, sicherer machen kann. Wie kann man dann zumindest stückweise oder über den AKWs den Himmel versperren? Und das könnte man nicht nur unbedingt über die NATO. Man könnte auch einen anderen Weg gehen, zum Beispiel also mit auch über die UNO oder über eine gewisse Koalition der Willigen. Das heißt, und dann würde das nicht die NATO quasi eingezogen, diese Angst, die man hat. Aber vor allem, sondern einzelne Staaten. Aber vor allem, was wir nachfragen oder einhaken darf, würden einzelne Staaten sagen, wir schicken jetzt einen Flieger von uns als einzelner Staat, nicht als NATO-Mitglied, und der würde getroffen, dann würde das ja aber trotzdem bedeuten, dass ein NATO-Mitglied getroffen würde und der Krieg könnte noch weiter eskalieren und damit wäre ja der Ukraine auch nicht geholfen. Also es ist schade, dass diese Kampfjets aus Polen, auch aus anderen Staaten uns bis heute nicht übergeben wurden. Wir glauben nicht, dass das auch zu einem Kriegsgrund erklärt werden könnte, denn da wären unsere Piloten in diesen Maschinen und keine Deutschen. Das heißt, das wäre kein Casus Belli für Russland, aber man möchte einfach auf Nummer sicher gehen, das kann man verstehen. Man möchte den Krieg verhindern und wir wollen nicht sie einbeziehen in diesen Krieg. Aber was wir klarstellen möchten, ist, dass dieser Krieg, den Putin führt, im Moment gegen uns, dass dieser Krieg wahrscheinlich nicht gestoppt wird, wenn Putin sein Ziel in der Ukraine erreicht hat. Das ist etwas, was man versucht nicht so wahrzuhaben. Man möchte glauben, dass diese Linie an der östlichen NATO-Grenze verlaufen wird, wo Putin angreift. Aber ich glaube, nach all den Äußerungen und auch Drohungen aus Moskau kann man nicht mehr so sicher sein. Und das heißt im Umkehrschluss, dass man der Ukraine immer noch sogar mehr helfen sollte. Denn wenn die Ukraine fallen wird, und im Moment es ist noch nicht beschlossen. Im Moment ist es so, dass auf dem Boden das eher so als unentschieden aussieht, dass die Truppen nicht weiter vorrücken oder nicht so schnell, wie sie das geplant haben. Und das bedeutet, dass auch je stärker der Widerstand ist am Boden, desto mehr haben wir die Chance, dass Putin sich entschließt, tatsächlich zu verhandeln und nicht nur diese Scheingespräche zu führen, die wir jetzt seit Wochen beobachten und auch führen. Es sind alles nur also Vorgespräche, Sondierungsgespräche, aber keine Verhandlungen. Die können nur auf der höchsten Ebene zwischen den beiden Präsidenten Zelensky und Putin geführt werden. Aber Sie sagen gerade Scheingespräche. Man hat ja in den vergangenen Tagen, auch heute noch mal gehört, dass es da doch vielleicht ein bisschen Bewegung gibt. Es kursieren sogar schon Meldungen von möglichen 15-Punkte-Friedensplänen. Knüpfen wir zu viel Hoffnung daran? Sind wir noch gar nicht so weit, dass möglicherweise wirklich ein Treffen auf Präsidentenebene anvisiert werden könnte? Das, was jetzt läuft, das sind eben Vorgespräche. Das sind Versuche, die andere Position besser zu verstehen, vielleicht zu präzisieren und zu schauen, wo man diese Anknüpfungspunkte finden kann. Im Moment es ist noch... Wir sind noch meilenweit entfernt, auch von dem Gefühl, dass man diese Verhandlungen beginnen kann, in der Hoffnung, dass sie auch tatsächlich einen Frieden herbeiführen. Im Moment sind nur alle Versuche, die sind wichtig. Ohne sie, die sind wichtig, dass man spricht nach wie vor. Aber trotzdem, man kann über keine Kompromissmöglichkeiten im Moment sprechen, außer dass das auf der höchsten Ebene geschieht. Nur ein Staatsoberhaupt kann einen Kompromiss angehen und auch den Menschen erklären, wieso er das macht.
Und auf dieser höchsten Ebene könnte eventuell eben auch von Seiten der Ukraine darüber gesprochen werden, dass ein neutraler Status angenommen würde. Da gibt es jetzt das schwedische, das österreichische Modell, das ukrainische Modell. Wie könnte das aussehen? Im Moment, wie gesagt, das ist eines der Themen, wo mein Präsident auch öffentlich signalisiert hat, dass die Ukraine es ernst meint, also mit Verhandlungen. Das heißt, die Russen stellen nach wie vor Ultimaten, bis heute. Es sind so einfach das, was wir vor dem Krieg gehört haben, und Schluss, finita, also kein Spielraum. Und mein Präsident hat angedeutet, dass wir durchaus bereit sind, Kompromisse zu finden, auch bei den Fragen, die für uns lebenswichtig sind. Das hat er angedeutet. Und das heißt, im Moment ist es noch schwer zu sagen, wie das aussehen mag, ja, dieses Modell, ob das überhaupt so aussehen wird. Also wir wissen das im Moment noch nicht. Aber Hauptsache ist, dass wir bereit sind, uns mein Präsident die Hand jeden Tag ausstreckt und bereit ist, Herrn Putin anzurufen und sich mit ihm zu treffen. Denn nur da kann etwas entstehen. Alles andere sind nur eben Vorbereitungen. Und man kann im Moment noch über gar nichts ernsthaft diskutieren. Auch nicht über diesen neutralen Status, egal wie er aussehen mag. Sie können den Verhandlungen auf Präsidentenebene nicht vorweggreifen. Ganz herzlichen Dank, Herr Botschafter, dass Sie hier waren. André Melnyk. Danke, Frau Moser.